Hallo YouTuber, heute ein sehr interessantes Thema, wie ich finde. Die Idee zu dem Film ist mir heute gekommen, als ich auf dem Speicher war und meinen Speicher entrümpelt habe und aufgeräumt habe. Da ist mir nämlich diese Kiste hier in die Hände gefallen. Die hatte ich schon ganz vergessen. Die steht seit den 90er Jahren da oben auf dem Speicher. Ich habe ja öfters schon mal ein Video zum Thema Autogramme sammeln gemacht. Aber ich habe erklärt, wie man es macht, wie man erfolgreich ist, dass man Autogrammwünsche erfüllt bekommt. Und zu dem Thema passt die Kiste hier. Ich werde euch das jetzt mal erklären. Die Autogramme habe ich im Album drin. Für jedes Autogramm, das ich geschrieben habe, habe ich ein beschriftetes, frankiertes Rückantwort-Kuvert beigelegt oder einen Gutschein für Briefmarken der jeweiligen Landeswährung. Und die Stars, die mir da geantwortet haben von ihren Privatadressen, haben mir praktisch das Kuvert zurückgeschickt. Und was haben sie gemacht? Sie haben das Kuvert abgeleckt, zugeklebt und zu mir zurückgeschickt. Und somit dürfte ich eine der größten Hollywood- und VIP-DNA-Sammlungen besitzen. Es gibt wahrscheinlich noch andere, aber viele haben vielleicht die Kuverts weggeschmissen. Ich habe sie noch. Und das zeige ich euch jetzt mal. Mittlerweile kann man ja, in den 90er Jahren war ja DNA noch kein Thema. Der Handschuh macht mir Schwierigkeiten. Wollen wir schon CSI-mäßig vorgehen? Also seit den 90er Jahren ruht der Karton jetzt auf dem Speicher. Ich filme jetzt da mal rein und dann könnt ihr sehen, wer da alles in meiner DNA Hollywood-Kartei drin ist. Nicht nur Hollywood-Stars, auch weltbekannte Persönlichkeiten der Geschichte, die mittlerweile alle verstorben sind oder viele. Und ich mache jetzt die Kamera mal kurz aus und dann werde ich mal so ein kleines Beispiel geben, wer da in meiner DNA-Datenbank drin ist. Also, ihr seht hier die Kiste mit den Rückantwort-Kuverts. Ich werde es bloß stellvertretend ein paar zeigen. Die Kiste ist randvoll. Ich weiß nicht, ich habe nicht mehr im Gedächtnis, was alles drin ist. Ich fange jetzt einfach mal von oben an. Hier haben wir Arnold Schwarzenegger, Max Schmeling, der ist verstorben, Cindy Crawford. Die war vorsichtig, die hat es mit Tesa zugeklebt. Robert Mitchum, auch schon verstorben. Paul Newman, alle tot. Hier ein interessanter Kuvert. Sir Edmund Percival Hillary, vielleicht der erste Mann auf dem Mount Everest. Floyd Patterson, Boxweltmeister. George Foreman, brauche ich gar nicht beschreiben. Burgess Meredith. Rocky Stena, Mickey, auch schon lange tot. Rudi Altig, Radfahrer, der hat seine Rückantwortadresse unkenntlich gemacht. Armin Hari, der erste Mann, auf der 10-0 gelaufen ist. Mel Ferrer, tot. Burt Reynolds, Lou Ayres, interessant. Der hat im Film Im West nichts Neues mitgespielt, die Hauptrolle. David Hasselhoff, Charlton Heston, auch schon verstorben, Ben Hur, großer Schauspieler, Anthony Quinn, oh, Brigitte Bardot aus Frankreich, Sidney Poitier, Ralph Bellamy, auch schon tot, der Meister des Gruselns, Vincent Price, Norman Mailer hat geschrieben Die Nackten und die Toten, großer Schriftsteller aus New York. Scott Glenn, kennen wir auch noch alle. Douglas Fairbanks Jr., der hat schon in der Stummfilmzeit gespielt. Mittlerweile lange tot, wäre schon weit über 100 jetzt. Janet Leigh, die kennt ihr auch noch. Die hat im Bates-Motel geduscht, aber bloß einmal. War mit Tony Curtis verheiratet. Jamie Lee Curtis ist ihre Tochter. Kirk Douglas, mittlerweile über 100 Jahre alt, lebt noch. Charlton Heston, haben wir hier nochmal. Ja, wenn ich erfolgreich war, habe ich da auch öfters mal hingeschrieben, dass ich mehr Autogramme hatte. Ja, und das soll es gewesen sein.
Der Rest, ihr seht, schöne Menge. Ich spreche gleich noch, ja, ich zeige euch ja gleich noch ein bisschen, wenn ich schon von den Autogrammen rede, zeige ich euch doch mal ein paar. Also die Alben, das sind bloß zwei von mehreren Alben, die ich habe. Ich habe die hier bloß wahllos eingeklebt damals oder eingesteckt. Hier Kirk Douglas mit Widmung. Ich habe diese Filmpostkarten immer gekauft und hingeschickt nachher zum Signieren. Hier Tony Curtis, auch mit Signatur, auch mittlerweile verstorben. Und da hinten noch zum Beispiel Charlton Heston. Dieses Robert Mitchum Autogramm habe ich auch hingeschickt. Das war eine Filmpostkarte, die ich beim Weltbild Verlag gekauft habe. Super toll. Der Arnie, das habe ich mir auf dem Flohmarkt gekauft, das Foto. Früher konnte man nicht einfach aus dem Internet ausdrucken. Gab es ja nicht. Hier nochmal Charlton Heston. Hier nochmal Walter Sedlmayr zum Beispiel. Naja, und so ist das ganze Album voller Autogramme. Natürlich auch weniger interessante dabei. Hier haben wir noch Liz Taylor, Anthony Quinn, Horst Buchholz, Richard Kiel, der Beißer. Fand ich auch immer klasse, ist leider auch schon tot. Der hat fleißig unterschrieben, der Richard Kiel. Hier ist noch ein Sean Connery. Und das ist hier der alte Q, schon hier. Desmond Llewellyn. Q hat er auch hier unterschrieben. Allerdings auf einer Karte, die er beigelegt hat. Das war's also zu meiner Hollywood VIP DNA-Datenbank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Servus.